Die Terroranschläge auf das World Trade Center in New York am Morgen des 11. September 2001 kosteten Tausenden von unschuldigen Menschen das Leben. Diese schreckliche Tat zeigte ein weiteres Mal, welche große Gefahr den Frieden und die Brüderschaft der Menschheit bedroht: Terrorismus. Terrorismus ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Er zielt auf unschuldige Menschen ab. Seine Absicht ist es, durch die Tötung von Menschen Furcht in der Gesellschaft zu verbreiten und auf diese Weise eine Möglichkeit für die Durchsetzung politischer Forderungen zu finden. Unterschiedliche Ideologien stützten sich in der Vergangenheit auf den Terrorismus. Während der Periode des Terrors verwendeten die Jakobiner, die die Französische Revolution durchführten, zuerst das Konzept des Terrorismus, als Tausende von Menschen der Guillotine zum Opfer fielen. Vom Jahr 1870 an quälte und ermordete der rassistische Ku Klux Klan in den Vereinigten Staaten unbarmherzig viele Menschen, nur weil sie schwarz waren. Rassistischer Terrorismus wurde die Staatspolitik in Nazi-Deutschland während der 30er und 40er Jahre. Die Nazis führten eine blutige Politik des Terrors gegen alle, die sie im Gegensatz zu sich selbst sahen. Während dieser Jahre machte sich eine weitere Ideologie des Staatsterrorismus schuldig. 40 Millionen Menschen wurden während der blutigen Herrschaft Stalins in der Sowjetunion getötet, nur weil sie mit der kommunistischen Ideologie in Konflikt gerieten. Kommunistischer Terrorismus tauchte in den 60er Jahren in Europa auf. Dieses Mal widersetzten sich Organisationen dem Staat und begannen Blut zu vergießen. Rote Brigaden in Italien und die Rote Armee-Fraktion RAF in Deutschland führten zahlreiche Bombenattentate, bewaffnete Angriffe und Morde aus. Die Verbindung von kommunistischem Terrorismus und separatistischen Bestrebungen führte zu noch blutdürstigeren Organisationen. Die blutigsten Terrorgruppen waren die ETA in Spanien und die PKK, die sich in der Türkei organisierte und fast 30.000 Menschen unbarmherzig ermordete. Es ist eine natürliche Entwicklung, dass Rassismus, Faschismus und Kommunismus Terrorismus zur Folge hatten. Der Grund dafür liegt darin, dass jede dieser Ideologien glaubt, dass Konflikte und Gewalttätigkeit natürliche Formen des menschlichen Verhaltens sind. In der rassistischen, faschistischen oder kommunistischen Theorie wird der Terror unterstützt und als berechtigt gesehen. Seit einigen Jahren steht eine andere Form von Terrorismus auf der Welttagesordnung, obwohl er sich auf ein Konzept stützt, das im völligen Widerspruch zu den Taten steht. Es ist der sogenannte islamische Terrorismus. Das Konzept ist widersprüchlich, weil es im Islam keinen Platz für den Terrorismus gibt. Im Koran befiehlt Allah allen Muslimen, der Welt Frieden, Harmonie und Brüderschaft zu bringen. Die islamische Moral ist nicht die Ursache des Terrorismus, sondern seine Lösung. Das Wort Islam stammt von der gleichen arabischen Wurzel wie das Wort Frieden. Allah hat diese Religion verkündet, um die ganze Menschheit zum wahren Weg einzuladen und sie zum Frieden und zur Harmonie aufzurufen. Einige grundlegende Eigenschaften der islamischen Moral sind Tugenden wie Liebe, Mitleid, Opferbereitschaft,
Toleranz, Verzeihen und Gerechtigkeit. Im Koran befiehlt Allah den Muslimen, alle Menschen gut und gerecht zu behandeln. Die Muslime werden dazu aufgefordert, den Mitgliedern der anderen Religionen eine tugendhafte Moral vorzuleben und sind dafür verantwortlich, für ihr Wohlwollen zu arbeiten. In einem Vers des Koran wird den Muslimen Folgendes aufgetragen: Ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen erstand. Ihr gebietet das Rechte und verbietet das Unrechte und glaubt an Allah. In einem anderen Vers befiehlt Allah den Muslimen,